Liebe jüdische Mitbürgerinnen, liebe Menschen in Israel. 1200 Leben, Träume, Wünsche. 1200 Menschen wurde dies genommen. Kaltblütig ermordet, geschunden, gejagt, vergewaltigt. Über 250 Menschen, Frauen, Männer, Kinder verschleppt. Rund 100 immer noch von Hamas gefangen gehalten in den dunklen Tunneln und Kellern Gazas. Wir haben einige Geschichten, aber ich glaube zu wenig, heute Morgen hier gehört. Wir können sie nicht begreifen, nicht verstehen, aber es ist so wichtig, dass wir diese Geschichten überleben, was unsere Leben sein könnten, immer wieder erzählen. Und auch die Geschichten derjenigen, die diesen schlimmsten Moment der barbarischen Brutalität helfen wollten. Wie Amita, eine junge Sanitäterin, 22 Jahre. In ihrer letzten Nachricht an ihre Schwester schrieb sie: Sie sind jetzt hier, in der Klinik. Ich glaube, ich komme nicht mehr heraus. Ich liebe dich. Wie der Sanitäter, der arabischsprachig war, der hingeeilt ist und gesagt hat, vielleicht kann ich auf Arabisch diese Terroristen stoppen, und kaltblütig ermordet wurde. Der 7. Oktober 2023, er war eine Zäsur. Für Israel, für unser Land, für die Welt. Für Jüdinnen und Juden überall auf dieser Welt. Und für die gesamte Region des Nahen Ostens. Es war ein Tag, mit dem die Terroristen die Region an den Abgrund gebracht haben und genau es jeden Tag weiter tun. Und ja, unsere Botschaft an unsere israelischen Freundinnen und Freunde und an die Welt kann nur sein: Wir stehen an eurer Seite, an der Seite Israels. Israels Sicherheit ist Teil unserer deutschen Staatsräson. Ich muss gerade lachen über Herr Sellers Kommentar. Was hat er denn geschrieben? Out of order, dass sie angeblich so viel Geld für Make-up und Stylisten ausgibt, ist das aber nicht gut gelungen. Nein, also was ich gerade eher Sachliches beizutragen hätte, ist, ja, es passieren halt auch andere Dinge. Also ich weiß so von einem Fall, wo die IDF mit dem Panzer in Richtung Zivilisten geschossen hat, die abgeworfene Hilfspakete einsammeln wollten. Auch nicht so schön. Ja, die Hamas hat am 7. Oktober Verbrechen begangen. Damit hat Baerbock in diesem Eingangsstatement natürlich recht. Man muss ja immer beachten, dieses Hervorstellen von Opfern der eigenen Seite beim gleichzeitigen Nichterwähnen oder Herunterspielen von Opfern der gegnerischen Seite. Das ist natürlich immer in Mitte der Kriegspropaganda. Was Baerbock unerwähnt lässt, ist, ich blende hier nochmal den Artikel von Haaretz ein, einige der Opfer am 7. Oktober wurden von der israelischen Armee getötet, um es zu verhindern, dass die Hamas Geiseln nimmt. Also die israelische Armee hat absichtlich Geiseln getötet, damit sie eben nicht von der Hamas mit in den Gazastreifen genommen werden. Das ergibt aus verhandlungstechnischer Sicht Sinn. Das ist die Hannibal-Direktive der israelischen Armee. Offiziell ist das nicht, aber es gibt mittlerweile zahlreiche Zeugenaussagen von Soldaten, die sagen, ja, die Hannibal-Direktive galt am 7. Oktober. Das sollte man vielleicht auch noch dazu erwähnen, wenn es um dieses Thema hier geht. Das war wir gemacht, so, wir als Bundesrepublik Deutschland, wir als Aber die Haaretz ist auch eine israelische Tageszeitung, also ist jetzt keine Pro-Hamas-Quelle. Und bei 3 Militärlagern ist das sogar offiziell, laut der Zeitung offiziell bestätigt, dass bei 3 IDF-Lagern, die von der Hamas erobert wurden im Zuge des Terroranschlags am 7. Oktober, war es ganz offiziell, wurde gesagt, jetzt wendet die Hannibal-Direktive an. Bei Zivilisten ist es nicht offiziell. Zumindest soweit ich das bisher recherchieren konnte. Ja, aber auch dort ist es passiert am 7. Oktober. Also, das ist ja, wie gesagt, am Anfang hat die israelische Regierung ja noch alles dementiert, aber das kommt jetzt nach und nach raus. Erstaunlicherweise wird das in der deutschen Öffentlichkeit nicht groß berichtet. Erstaunlicherweise kommt das in Israel noch viel eher zur Sprache als bei Israels westlichen Verbündeten. Ich habe das auch von einem israelischen Podcaster bzw. Streamer, der hat da auch was drüber gemacht.
sagt, bei sowas, da hätte ich gern so ein, zwei Quellen mehr noch, aber wie gesagt, dieser Haaretz-Artikel, ich suche den gerade nochmal schnell raus und dann poste ich den nicht mehr rein, dass jeder, der sich den durchlesen kann. So. Ups, ist ja hinter einer Paywall. Na gut, ihr wisst ja, wie man, dann bezahlt ihr für den Artikel, ihr wisst ja, wie es geht. Ich als Außenministerin, wir als Parlament, die demokratische Mitte. Sie als Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben das immer wieder deutlich gemacht und ich bin dafür extrem dankbar. Das ist kein Thema für Parteipolitik. Und deswegen würde ich jetzt in der Kürze der Redezeit, die ich habe, versuche auch gerne auf ein paar Punkte einzugehen, weil es für mich wichtig ist, die deutsche Staatsräson, die Sicherheit Israels ist eine deutsche Staatsräson. Unabhängig, wer das Land Deutschland regiert. Unabhängig davon, wer Außenpolitik macht. Und es braucht unsere Gemeinde. Ja, und das ist eine absolute Katastrophe in der Demokratie. Also wir haben ja vorhin die Rede der AfD gesehen. Die AfD unterstützt auch das israelische Vorgehen und die Waffenlieferung nach Israel. Also alle Parteien außer das BSW finden das, was Israel da macht, grundsätzlich gut und wollen das weiter mit Waffen unterstützen. Gemeinsame Kraft als demokratische Parteien genau daran festzuhalten. Und deswegen habe ich von Beginn an dafür geworben, dass wir die Kraft der Differenzierung brauchen. Die Kraft der Differenzierung, wo gerade die Opfer, die Opferfamilien, die Geiselfamilien so dafür werben. Eine Mutter hat gesagt, es gibt in einem Wettbewerb des Leids keine Gewinner. Wenn eine Mutter einer getöteten Geisel diese Kraft hat, zu differenzieren in der schwersten Stunde ihres Lebens, dann sollten wir als Demokratinnen und Demokraten der Bundesrepublik Deutschland genau diese Kraft bei all den Themen immer wieder aufbringen können. Und ja, deswegen haben wir als Bundesregierung, haben wir als Parlament, als Demokratinnen und Demokraten so deutlich gemacht, das Selbstverteidigungsrecht Israels, das ist auch unsere Verantwortung. Dazu stehen wir nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und zwar jeden Tag. Und genauso deutlich haben wir gemacht, und das ist eben kein Widerspruch, sondern es ist eine Ergänzung im Einklang des humanitären Völkerrechts. Das humanitäre Völkerrecht und das Existenzrecht Israels, sie gehören auf das Engste zusammen. Und dafür steht die deutsche... Nein, das stimmt nicht. Israel hat bis... sorry, was? Mach du erst. Israel hat bis heute nicht definiert, in welchen Grenzen es dieses Existenzrecht denn wahrnehmen will. Und zwar aus einem einfachen Grund. Israel will expandieren. Also zu aller mindestens noch auf die Gebiete des ehemaligen britischen Mandatsgebiets Palästinas. Deswegen hält es das Westjordanland besetzt und deswegen führt es gerade diesen Völkermord im Gazastreifen durch. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Moment, um darauf einzugehen, was Israel da im Gazastreifen macht. Das ist nämlich keine legitime Selbstverteidigung oder Terrorbekämpfung oder sonst irgendwas. Das ist Völkermord, wie beispielsweise Francesca Albanese schon in ihrem Bericht vom April diesen Jahres dargelegt hat. Also der Bericht ist jetzt fast schon ein halbes Jahr alt und seitdem sind nur noch Zehntausende weitere Zivilisten in Gaza gestorben. Francesca Albanese legte ziemlich klar die, die Geschichte der zionistischen Ideologie, den genozidalen Charakter, zumindest der extremeren Interpretationen davon, auf den Punkt. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern ich möchte kurz darauf eingehen, was sind die Kennzeichen eines Völkermordes und warum ist das, was da in Gaza gerade passiert, einer? Erstmal zu Völkermord gehört der Actus Reus, also genozidale Handlung, und dann zweitens die Mens Rea, also die genozidale Intention, die genozidale Absicht. Und was trifft hier auf Israel zu? Erstmal Tötung von massenhafte Tötung von Palästinensern. Es wurden mittlerweile schon über 40.000 Palästinenser direkt getötet. Indirekte Tote gibt es wahrscheinlich wesentlich mehr, wahrscheinlich schon über 100.000. So genau kann man das nicht beziffern. Da wird es nach dem Krieg definitiv ein böses Erwachen geben. Dann starke Schädigungen von Angehörigen der Gruppe. Das kann man in Gaza auch sagen. Und da hat Israel ja schon tausende Leute verschleppt und in Foltergefängnisse abtransportiert, vergewaltigen lassen, gefoltert, in Isolationshaft gesteckt, sie als Geiseln verwendet, um dann Verhandlungsmasse gegen die Hamas in der Hand zu haben. So also Sachen, die nur die bösen Terroristen machen, die Israel aber als Kriegsmethoden genauso anwendet.
Und dann das Dritte, was im Falle von Israel am deutlichsten für den Vorwurf des Völkermordes spricht, das absichtliche Herbeiführen von Bedingungen, die das Überleben der Gruppe nicht mehr ermöglichen, beziehungsweise die auf die physische Vernichtung der ethnisch definierten Gruppe abzielen. Israel hat sämtliche Hilfslieferungen nach Gaza, also sämtliche Hilfslieferungen nach Gaza erstmal gestoppt, hat dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir sie langsam mal auf. Also das Zitat von Gallant war ja, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend, wir haben Strom, Wasserlieferungen, alles nach Gaza erstmal gekappt. Dann hat man Nahrungsmittellieferungen und so zugelassen, aber in einem viel zu geringen Ausmaß. Gleichzeitig hat man absichtlich das gesamte Gesundheitssystem in Gaza in Schutt und Asche gelegt. Der Großteil der mehr als 30 Krankenhäuser, die es im Gazastreifen gibt, arbeitet nicht mehr, weil Israel die Versorgung mit Medikamenten eingestellt hat, weil Israel direkt die Krankenhäuser besetzt hat und die Mediziner, die dort gearbeitet haben, mitgenommen, inhaftiert und teilweise exekutiert hat. Und ja, auch weil Israel die Krankenhäuser direkt angegriffen und zerstört hat. Also das ist das, was Israel tut. Und das Zweite, was dazu gehört, wie eben gesagt, die genozidale Absicht. Und inwieweit das auf den Gazastreifen zutrifft, das können wir uns gleich mal ansehen. Es gibt nämlich dafür einen riesigen Berg an Belegen, den ein YouTuber auf Englisch hier zusammengetragen hat. Wir werden uns das gleich zumindest ein Stück weit ansehen, damit ihr nachvollziehen könnt, was für Zitate der israelischen Regierung es da gibt. Es geht hier nämlich anders als von Baerbock behauptet, nicht um Selbstverteidigung und so. Aber sag du erstmal unsozi, was du gerade sagen wolltest. Danach kommt nämlich gleich dieser ziemlich lange Ausschnitt, der legt, warum Israel dort eben tatsächlich eine genozidale Absicht hat. Also wie gesagt, wir wissen aus dem Lancet-Artikel, dass Mitte des Jahres schon über 186.000 Menschen direkt und indirekt getötet wurden oder gestorben sind im Gazastreifen durch die Bedingungen, die dort geschaffen wurden. Wir wissen sicher, dass Israel Hilfslieferungen blockiert auf eine Anzahl von LKWs, die ein Überleben dort langfristig nicht möglich macht. Das heißt, der dritte Punkt ist meines Erachtens unstrittig gegeben. Ich habe auch mal das Völkerrecht mir angeschaut zum Thema Genozid, was da drin steht. Und der einzige Punkt, wo der IGH meines Erachtens tatsächlich noch überhaupt verhandeln könnte, ist, ob das bewusst herbeigeführt wurde. Und selbst das ist für mich persönlich nach meinem Verständnis und meiner Meinung gegeben, wenn ich mir die Aussagen von offiziellen Regierungsmitgliedern aus Israel anhöre. Genau, die kommen hier jetzt. Ganz offen. Ja. All of this comes solely from Israeli government and military officials. First, a leaked document that was produced by Israel's intelligence ministry on October 13th, whose authenticity the government has acknowledged, reveals an extensive government plan for the complete depopulation of Palestinians in the Gaza Strip. The document assesses three different options for Israeli goals in its wars on Gaza. It argues against the first two options, which would involve Israel setting up puppet Palestinian governments in Gaza and allowing the population to remain, and instead recommends what it calls the evacuation of the civilian population from Gaza to Sinai in Egypt. It proposes... Ja, also es gibt ein internes Dokument der israelischen Regierung, welches sich dagegen ausspricht, in den Gazastreifen einzumarschieren, da einfach die Hamas-Führung auszutauschen und dann irgendeine Regierung da einzusetzen. Und was sich ausdrücklich dafür ausspricht, die Palästinenser auf den Sinai zu vertreiben. The forced removal of the entire Palestinian population via evacuation orders, the setting up of tent cities in Egypt for the 2.4 million expelled Palestinians, and explicitly states that the evacuated population would never be allowed to return. This is affirmed elsewhere in the document, where it is proposed that these forcibly removed Palestinians would be integrated within a state framework with citizenship, meaning that Egypt or other host nations would permanently absorb them. It even says that the Israeli government should contract advertising agencies to get the victims to accept this plan. I quote, "The messages should revolve around the loss of land, making it clear that there is no hope of returning to the territories Israel will soon occupy, whether or not that is true. The image needs to be, Allah made sure you lose this land because of Hamas's leadership. There is no choice but to move to another place with the assistance of your Muslim brothers." Further corroboration of their intent to do this is evidenced in another similar Israeli government plan that was revealed in an article by Israeli news outlet Israel Hayom, published on November 30th. This plan, drawn up at the request of Prime Minister Benjamin Netanyahu, aims to thin out the population in Gaza to a minimum by forcing them into Egypt or into the sea. And on December 24th, man... Ja, es gibt noch ein...
Es gibt noch einen im gleichlautenden Plan der israelischen Regierung, den ich hier jetzt aber nicht nochmal genauer erklären soll. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Es gibt klare interne Planungen der israelischen Regierung, die Palästinenser zu vertreiben. Eine ethnische Säuberung des Gazastreifens ist also auf jeden Fall intendiert. Und da sich die Palästinenser gerade nicht vertreiben lassen, bringt man sie zu Zehntausenden um. Das ist, was dort gerade passiert. Also im Nord-Gazastreifen, neuestes Beispiel. Da hat man in den letzten 3 Wochen keine Nahrungsmittel hinkommen lassen. Da führt man Exekutionen durch. Also das ist offiziell eine Sicherheitszone, wo sich kein Palästinenser mehr aufhalten dürfte. Real ist das aber ein Gebiet, wo noch 400.000 Palästinenser leben. Und die IDF, die bringt da gerade jeden um, den sie in die Finger bekommt. Ja, und du kannst nicht einfach sagen, da dürfen die nicht sein, deswegen können wir dort machen, was wir wollen. Du kannst nicht Menschenleben so einfach ignorieren. Der Großteil des Gazastreifens ist mittlerweile Der Großteil des Gazastreifens ist eine Sicherheitszone und Israel weist täglich neue Sicherheitszonen auf. Das heißt, man scheucht eine Bevölkerung von 2 Millionen in einem Gebiet, was ungefähr so groß ist wie die Hansestadt Bremen. Scheuchst du eine Bevölkerung von 2 Millionen hin und her? Eine Bevölkerung, die komplett unterversorgt ist, die keinen Zugang zu Internet, Strom, Wasser hat, die also gar nicht weiß, wo heute die neue Sicherheitszone ist. Und dort, wo wenn die Leute nicht evakuiert wurden, dann sagst du, ach, sind selbst schuld, sind wohl Kombattanten, wenn sie nicht schnell genug wenn sie nicht schnell genug aus den von uns ausgewiesenen Zonen abbauen. Ja, und dann bombardierst du und zerstörst bewusst Kanalisationssysteme, Klärwerke und so weiter. Und dann gibt es dazu noch die Aussagen von, ich glaube, das war ein Generalhörer oder sogar von der Regierung selbst, von der Israel, wo gesagt wird, eine Epidemie würde uns nützlich sein. Ja, das war Jora Eiland. Also das ist auch so ein Falke aus Israel. Aber zu den Aussagen, zu denen kommen wir jetzt, hat er zahlreiche Beispiele rausgesucht. This is just the public ones. Imagine how bad it is behind closed doors. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, October 29th. You must remember what Amalek did to you, says our Holy Bible. This is a reference to a call for complete and total genocide in the Bible. I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, slay both man and woman, infant and suckling. Netanyahu has since then made... Ja, also hier so ein palingenetischer Bezug auf eine Bibelstelle. Denkt dran, was Amalek zu euch getan hat, und in der Bibelstelle wird ziemlich klar zum Völkermord an den Amalekitern aufgerufen. Numerous other references to this same call to genocide, such as in this tweet, as well as in a letter he wrote to IDF soldiers who are invading Gaza. Netanyahu also said on October 7th, "We will turn Gaza into a deserted island. To the citizens of Gaza, I say, you must leave now. We will target each and every corner of the strip." Also erstmal, wohin sollen sie abhauen? Und Israel blockiert? Nach Ägypten. Ja, aber da blockiert Israel doch zurzeit auch den Grenzübergang. Israel hätte gerne, dass Ägypten die alle aufnimmt. Aber Ägypten weiß, was ja aus den Planungen klar geworden ist, wenn es diese Palästinenser aufnimmt, dann wird Israel die niemals wieder zurücklassen. Also Israel will da eine ethnische Säuberung durchführen, und wenn die einmal aus Gaza vertrieben wurden, dann wird es niemals eine Rückkehr geben. Deswegen säubert Israel jetzt auch erstmal den Norden des Gazastreifens. Man schiebt die Palästinenser quasi gen Süden, und irgendwann wird Ägypten oder irgendein anderes Land sich ja bereit erklären, die wohl mal aufzunehmen. Israeli Defense Minister Yoav Gallant said on the 9th of October, "I have ordered a complete siege on the Gaza Strip. There will be no electricity, no food, no fuel. Everything is closed. We are fighting human animals, and we will act accordingly." This is a clear statement of genocide. Clear statement of genocidal intent. Also viel klarer geht es nicht. Also keine Elektrizität, kein Essen, kein Benzin. Alles wird geschlossen, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Und er meint mit diesen menschlichen Tieren nicht die Hamas, er meint alle Bewohner von Gaza. Er begründet damit nämlich eine Kollektivstrafe, die gerade die Schwächeren in der Zivilbevölkerung besonders hart trifft. Genocidal intent, by the standards of Stipulation C, deliberately inflicting on a group the conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, as they know or should know that depriving people of food,
water, electricity, and fuel are actions that will contribute to their physical destruction. It also clearly meets stipulation B, causing serious bodily or mental harm to members of the group. Major General Ghassan Alian, the head of COGAT, the Israeli government organization responsible for the occupation of the West Bank and Gaza, said the same thing on October 10th. Human animals must be treated as such. There will be no electricity and no water. There will only be destruction. You wanted hell? Das Zitat kenne ich, ja. Ja, menschliche Tiere müssen als solche behandelt werden. Es wird keine Elektrizität und kein Wasser geben. Es wird einzig Zerstörung geben. Ihr wolltet die Hölle, ihr kriegt die Hölle. You will get hell. On October 13th, Defense Minister Yoav Gallant also said, Gaza won't return to what it was before. We will eliminate everything. That is ja, Gaza wird nicht zu dem zurückkehren, was es vorher war. Wir werden alles zerstören. Kenn ich auch. Is the Defense Minister of Israel making just about the clearest statement. Wenn du die Zitate alle aus dem Kopf kennst, dann hättest du hier die Zitatesammlung machen können. Dann hätte ich nicht das englische YouTube-Video hier raussuchen müssen. Nee, also ich kenne sie, aber ich kann sie noch nicht auswendig runterspulen. Das wird mit der Zeit noch kommen, wenn ich das Thema öfter mal live behandelt habe. Aber ich habe relativ viel dazu gelesen und diese Zitate weiß ich, dass ich sie gelesen habe. Ja, und das hier sind alles, ja, das hier sind alles ältere Zitate. Der Artikel, aus dem er sie hier zusammengetragen hat, oder die Artikel, die sind alle von letztem Jahr, da das Video hier vom Januar 2024 ist. Also das hier sind alles noch ältere Statements. Also das Statement, wo Smotrich sagt, ja, es wäre moralisch gerechtfertigt, die 2 Millionen Palästinenser in Gaza verhungern zu lassen. Aber leider, leider hat er die Weltöffentlichkeit was gegen. Das ist zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gefallen. Nee, das stimmt. Sorry, ich weiß, das Lachen ist eigentlich unangebracht für das, was da passiert. Ich finde es irgendwie einfach nur bizarr, dass man sowas so offen sagt und dann diskutieren immer noch Leute darüber, ob das ein Genozid ist oder nicht und dass wir eine bedingungslos an der Staatsräson festhalten müssen. Statement of genocidal intent imaginable. Avi Dichter, the Israeli Minister of Agriculture, said on November 11th that the Israeli government was rolling out the Gaza Nakba. Wir führen gerade eine neue Nakba in Gaza durch. Damit bezieht er sich auf die Vertreibung der Palästinenser vor und während Israels Staatsgründung 1948. Reference to the 1948 Nakba, where Israel expelled 750,000 Palestinians from their land and homes and killed about 15,000. The energy minister, Israel Katz, said on October 13th, all the civilian population in Gaza is ordered to leave immediately. We will win. They will not receive a drop of water or a single battery until they leave the world. Nassim Vatouri. Muss man das überhaupt noch erklären, so ein Zitat? Ich glaube, das spricht für sich selber. Ja. Bis sie die Welt verlassen, also bis sie sterben. Das hier ist wirklich explizite Ankündigung eines Genozids. Das hier ist jetzt nicht nur, wir vertreiben sie oder wir machen eine Nachbar, das ist ja noch nur ethnische Säuberung, nur Vertreibung, sage ich mal. Das ist jetzt noch keine physische Vernichtung, aber das ist die klare Ankündigung der physischen Vernichtung der dortigen Bevölkerung. Deputy Speaker of the Knesset said on October 19th, erase Gaza. Nothing else will satisfy us. Do not leave a child there. Expel anyone who remains there when it ends, so that they won't reestablish. On October 20. Ja, ich glaube, auch das Zitat kann ich nochmal übersetzen. Zerstört Gaza. Nichts anderes wird uns befriedigen. Es ist nicht akzeptabel, dass wir eine terroristische Autorität nahe Israel haben. Lasst nicht ein Kind da, jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen mit der Übersetzung, do not leave a child there to expel all the remaining ones at the end, so that they not have a resurrection. Jetzt weiß ich nicht, was resurrection heißt. Ja, Wiederentstehung, Wiederbelebung. Ja, lasst keine Wiederentstehung der Hamas zu. Das meinte er mit der terroristischen Autorität. Kein Kind dort lassen, ja. Die Bevölkerung in Gaza, die hasst Israel, solange es da eine Bevölkerung gibt. Dazu zählen auch explizit die Kinder, das schreibt er hier ja, solange es da eine Bevölkerung gibt, ist eine Wiedererstehung der Hamas möglich. Das heißt, der Feind ist hier explizit die gesamte Bevölkerung von Gaza. Dazu passen auch die zahlreichen Zitate von israelischen Offiziellen, die sagen, Gaza gleich Hamas, Hamas gleich Gaza. Das ist ja kein Einzelfall. Es läuft letztlich auch auf diese genozidale Rhetorik hier da. Wenn du sagst, du willst die Hamas zerstören und die Hamas, die ist Gaza, dann willst du offensichtlich die Bevölkerung dort auslöschen.
Und er macht das hier jetzt explizit, das was sonst nur implizit mitschwingt. Anyone who remains there when it ends, so that they won't reestablish. On October 12th, he also said, not a single Hamas member will remain, and regarding the people of Gaza, we will also have to find a solution for them, in my opinion. Why are we supposed to be the stupid ones who take the garbage that no one else wants? The Israeli Minister for Women, May Golan, said on October 7th, all of Gaza's infrastructures must be destroyed to its foundation, and their electricity cut off immediately. The war is not against Hamas, but against the state of Gaza. Ja, also ich glaube, mit dem Zitat schließen wir hier nochmal. Die gesamte Infrastruktur Gazas muss zerstört werden zu ihrem Fundament und es darf die gesamte Infrastruktur Gazas muss bis auf ihr Fundament zerstört werden und die gesamte Elektrizitätsversorgung muss sofort abgeschnitten werden. Dieser Krieg wird nicht gegen die Hamas geführt, sondern gegen den gesamten Staat Gaza. Wie viel deutlicher, wie viel klarer willst du es noch sagen? Das hier ist jetzt israelischer Minister. Das hier ist jetzt kein unbedeutender israelischer Oppositionspolitiker. Das waren hier Parlamentssprecher, Minister, die wir eben gehört haben. Das sind keine Leute, die dort nichts zu sagen hätten. Das sind offizielle Vertreter des israelischen Staates, von denen all diese Zitate kommen. Und das interne Diskussionspapier vorhin, oder die zwei Diskussionspapiere, die wir da vorgestellt bekommen haben, das sind interne Diskussionspapiere der israelischen Regierung, in denen sich klar für eine Vertreibung der Palästinenser ausgesprochen wird. Intention dessen, was da in Gaza passiert, ist klar. Und das ist die Evidenz, die man im Januar letzten Jahres hatte. Also hauptsächlich Zitate, die im Oktober, November und Dezember letzten Jahres entstanden sind, sind das. Also das sind jetzt keine... Also wie gesagt, das alles, was jetzt in den letzten 10 Monaten passiert ist, ist da größtenteils gar nicht dabei. Das konnte da noch gar nicht dabei sein, weil das Video schon so viel älter ist. Aber es wurde damals schon so deutlich ein Genozid angekündigt, dass man das eigentlich kaum leugnen kann, dass hier eine genozidale Intention vorliegt. Und die Handlungen seitdem stimmen damit überein. Deutsche Staatsräson. Und daher haben wir immer wieder so... Das passt ja. Also wir haben Baerbock jetzt ziemlich lange unterbrochen, aber ich hatte gesagt, klar, dass hier ein Genozid vorliegt und Baerbock sagt die Worte deutsche Staatsräson. Ich glaube, das fasst es zusammen. Israels Genozid im Gazastreifen ist Teil der deutschen Staatsräson. Nicht meine. Nee, ich weiß nicht. Also dazu kann ich gerade nichts Sinnvolles mehr sagen, weil solche Zitate sprechen so stark für sich. Was braucht es noch? Ich kann nur hoffen, dass der IGH das nicht jahrelang hinauszögert, so diese Gerichtsverhandlung zum Thema Genozid. Also der IGH ob das was hat ja, bringt? Ja, der hat ja was gemacht, wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber der IGH hat ja was sehr Interessantes gemacht, was so internationale UN-Institutionen sehr selten machen. Er hat klar Anweisungen an Israel herausgegeben, was es machen darf und was nicht als einstweilige Anordnung erlassen. Also was sonst nur sehr extensiv eingesetzt wird, weil der IGH ja auch keine Macht hat, das durchzusetzen. Aber hier hat der IGH anscheinend so eine Eile gesehen, dass Maßnahmen ergriffen müssen, um Völkermord zu verhindern, dass er Israel wirklich strikte Vorgaben gemacht hat, die Israel natürlich alle ignoriert hat. Wie gesagt, man kann das nicht durchsetzen, was der IGH dort anordnet, aber das deutet doch schon sehr klar in die Richtung. Also allein schon, dass der IGH das Verfahren aufgenommen hat, heißt ja, dass zumindest genug Indizien vorliegen, um da weiter zu ermitteln. Und wenn dann andauernd Anordnungen an Israel kommen, dass es diesen Krieg so nicht weiterführen kann, deutet das schon sehr klar in eine Richtung. Die Selbstverteidigung bedeutet natürlich, dass man Terroristen nicht nur angreift, sondern zerstört. Deswegen habe ich so klar und deutlich gemacht, wenn Hamas-Terroristen sich hinter Menschen, hinter Schulen verschanzen, dann bekommen wir in ganz schwierige Themenbereiche rein, aber wir ducken uns davor nicht weg. Deswegen habe ich vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dann können auch zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren, weil Terroristen dazu steht Deutschland und das... Das ist die Rechtfertigung eines Völkermordes. Das ist die explizite Rechtfertigung eines Völkermordes. Also diese Frau ist unglaublich. Ja, die israelische Armee, wir hatten es gerade schon, die hat die Dahrir-Doktrin, die greift absichtlich zivile Ziele an. Die greift absichtlich die pulverisiert ganze Wohnblöcke, wo sie Hamas-Führer vermutet. In Gaza, da gibt es eine klare genozidale Intention. Wir hatten gerade das Statement von May Golan.
also die da oder der das israelische Ministerium für den Status von Frauen führt. Die gesamte Infrastruktur Gazas muss bis zu seinem Fundament zerstört werden und die gesamte Elektrizitätsversorgung muss abgeschnitten werden. Dieser Krieg ist kein Krieg gegen die Hamas, sondern einer gegen den gesamten Staat Gaza. Das ist ein vollkommen klares Statement, was Israel da macht. Das ist der deutschen Bundesregierung bekannt. Also ist Israel kündigt an, dass es zivile Ziele angreift. Israel kündigt an, dass die gesamte Zivilbevölkerung Gazas der Feind ist. Und Baerbock sagt hier, dass dann zivile Orte, wenn dort Hamas-Führer vermutet werden, oder wenn die Hamas-Zivilisten halt Schutzschilde verwendet und Schutzschilde verwenden, das heißt halt, Leute, die bei der Hamas sind, wohnen in normalen Häusern. Also wenn Israel betrachtet, auch Häuser einfach nur, wenn sich Hamas-Kämpfer oder mutmaßliche Hamas-Kämpfer dort aufhalten als legitime Angriffsziele. Da muss keine militärische Infrastruktur sein. Das ist hier vollkommen klar. Und das ist eindeutig, ja auch damit, ich noch sagen, das ist eindeutig völkerrechtswidrig, was Baerbock hier sagt. Also sie kommt ja vom Völkerrecht, aber das Völkerrecht beruht nicht auf Reziprozität. Das ist das Erste, was einem jeder Völkerrechtler sagt. Das heißt, nur weil eine Seite Kriegsverbrechen begeht, beispielsweise Zivilisten als Schutzschilde verwenden, wobei, wie gesagt, dieser Schutzschildvorwurf auch immer ein bisschen wohlfeil ist. Israel wirft das der Hamas auch vor, wenn Hamas-Kämpfer, wie gesagt, in normalen Häusern wohnen. Dann kommt schon von Israel, ja, die Hamas-Kämpfer, dadurch, dass sie in so einem Haus wohnen, benutzen sie diesen gesamten Häuserblock als Schutzschild. Also das ist dann dieser Vorwurf häufig. Aber egal, selbst wenn dem so ist, selbst wenn da militärische Infrastruktur in zivilen Wohngebäuden ist, selbst dann rechtfertigt das keine Kriegsverbrechen der anderen Seite. Also es rechtfertigt nicht, dass man die Zivilisten angreift. Du darfst nicht nur, weil in einem Haus Munition gelagert wird oder so, das ganze Haus mit allen Zivilisten da drin in die Luft jagen. Du darfst kein Krankenhaus angreifen, weil da ein Bunker drunter ist oder sonst irgendwas. Das ist explizit illegal. Das sagt das Völkerrecht auch ganz klar. Nur weil eine Seite sich nicht ans Völkerrecht hält und Zivilisten als Schutzschilde verwendet, was tatsächlich illegal ist, darf die andere Seite nicht sagen, okay, dann halten wir uns auch nichts mehr ans Völkerrecht. So funktioniert das nicht. Cool. Ja, du hast mir den Spruch, sie kommt vom Völkerrecht, weggenommen. Der Film lag mir auf der Zunge. Was wollte ich noch sagen? Weißt du, dazu passt doch Folgendes. Sie hat ja vor 2 Jahren auf einer Rede gesagt, wo es darum ging, dass wir Waffenlieferungen an Saudi-Arabien freigegeben haben. Sie hätte es ja so gerne nicht getan. Es war so eine schwierige Situation für sie. Aber wenn wir nicht Waffen an Saudi-Arabien liefern, dann hätte Ministerin Lisa Paus nicht das notwendige Geld für die Kindergrundsicherung gehabt. So wurde das vor 2 Jahren begründet. Und was macht Saudi-Arabien mit den gelieferten Waffen? Sie machen eine Hungersnot im Jemen, wo über 2 Millionen Kinder drunter leiden. Das beides verdanken wir einer Frau Baerbock unter anderem. Und die Grünen sollen eine Friedenspartei sein. Also mir wird gerade echt schlecht bei der Frau. Das ist ja eine Friedenspartei. Das ist doch legitime Selbstverteidigung gegen die vom Iran unterstützten Houthi-Terroristen. Mhm. Also aus deutscher Sicht jetzt. Und ja, die Houthis, die hassen ja auch Israel. Also ist das ja sowieso gerechtfertigt, da in ihrem alles zu machen, was man gerade machen will. Ja, das stimmt. Das mit der Selbstverteidigung, ich verstehe so langsam, wie das funktioniert. Wenn ich demnächst dann einen Selbstverteidigungskurs mache, dann nehme ich auch so immer, ich weiß nicht, was nehme ich damit? Eine Shotgun. Das ist, glaube ich, angemessen. Oder gleich noch eine Handgranate dazu. Ja, die Houthis, die haben es nämlich einfach so gewagt, die prosaudische Regierung im Jemen zu stürzen. Und da muss man ja immer legitim zur Selbstverteidigung jahrelang deine Hungersnot auslösen. Dann absichtlich landwirtschaftliche Produktionsflächen beispielsweise angreifen, damit die Nahrungsmittelversorgung zusammenbricht. Genau das ist es, was Saudi-Arabien da gemacht hat. Ja, weißt du, zu Beginn war ich ja noch immer versucht, so ein bisschen differenziert auf die Thema Waffenlieferung zu schauen. Ne? Und dann gerade bezüglich Ukraine, weil ich verstehe halt, wenn du verhandeln willst, brauchst du ein Verhandlungsmittel. Aber gerade diese beiden Aktionen mit Jemen und jetzt auch Israel, das hat meine Meinung dazu geändert. Ich bin ganz kategorisch jetzt gegen Waffenlieferung. Ich will nicht, dass Deutschland mit deutschen Waffen so etwas unterstützt. Egal wo. Dann sollen sich die Leute die Waffen von den Amerikanern kaufen. Aber ich möchte als Deutschland nicht mehr mit so etwas in Verbindung gebracht werden. Ja, vor allem, man müsste mir mal den einen Fall zeigen, wo deutsche Waffenlieferungen zu einem schnelleren Frieden beigetragen hätten, wo wir, ich sag's jetzt mal so blöd, an die richtige Seite Waffen geliefert haben. Den wirst du nicht finden, diesen Fall. Oder wo ja, die richtige Seite im Krieg ist auch immer schwierig. Also okay, du könntest jetzt, es gibt ja historisch tatsächlich Fälle, wo Waffenlieferungen Kriege früher beendet haben, wo
man tatsächlich den Krieg nur militärisch beenden könnte. Das Beispiel, was alle einem immer erzählen, ist dann Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Deutschland wollte die Sowjetunion vernichten, konnte nicht friedlich gelöst werden. Also konnte nur militärisch gelöst werden. Und die alliierten Waffenlieferungen an die Sowjetunion, die haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Sowjetunion an der Ostfront schließlich die Wende erreichen konnte. Also da haben Waffenlieferungen dafür gesorgt, dass ein Krieg, ich sag mal so, in die richtige Richtung ausgegangen ist. Das ist dann immer das Beispiel, was immer kommt. Also, aber abgesehen davon, kannst du mir irgendein Beispiel nennen, wo Deutschland an irgendwie Waffen geliefert hat, irgendwo interveniert hat, wo das zu einem schnelleren Ende des Krieges, zu einem, ich sag mal so, besseren Ausgang geführt hätte? Du wirst keins finden. Also du wirst historisch einige seltene Extremfälle finden, wo die Kriegstreiber tatsächlich, oder was heißt Kriegstreiber, wo es tatsächlich mal einen Grund gab zu intervenieren oder Waffen zu liefern, aber das ist die absolute Ausnahme. Ja, wie gesagt, ich habe es ja vor 6, 7, 8 Monaten, glaube ich, ne, 8 Monate ist das jetzt her, dass wir im April hatten wir dieses Friedensgespräch. Ne, damals dachte ich, ja, also ich verstehe dieses Verhandeln, ich verstehe das alles, das ist super schwierig, aber wenn ich jetzt sehe, was in der Realität dann passiert mit deutschen Waffen und ich sehe auch keine Trennung, nicht, dass das irgendwie getrennt wird oder, also beziehungsweise nein, ich sehe nicht, dass du es irgendwie schaffst, Waffen nur an die in Anführungsstrichen Guten zu liefern, nein, dann will ich gar keine Waffen liefern. Und ich verstehe mittlerweile auch diese Friedensbewegung viel besser, seitdem ich mich mit dem Nahostkonflikt beschäftige und ich bin der absolute Anfänger noch drin. Ich bin da jetzt seit 3, 3,5 Wochen beschäftige ich mich damit erst immer wieder mal. Zwischendrin musste ich abbrechen, weil ich Videos gesehen habe, die einem wirklich die Laune verderben. Das kann man nicht gutheißen, was dort im Gazastreifen passiert. Dafür gibt es für mich keine Erklärung. Und wenn ich dann solche Zitate noch dazu sehe, von israelischen Offiziellen und Regierungsmitgliedern, ich habe kein Verständnis dafür, dass wir da uns mit einmischen und das unterstützen. Also wenn wir uns einmischen, dann sollten wir uns so einmischen, dass wir auf eine Verhandlungslösung hinwirken, und zwar mit Nachdruck. Und nicht so lange warten, bis 2 Millionen Menschen tot oder vertrieben sind. Ja, vor allem, du hast gerade Ukraine angesprochen, dieser Vergleich Ukraine-Nahostkonflikt, der ist auch sehr interessant. Also die Hamas hat am 7. Oktober ungefähr 1000 israelische Zivilisten getötet. Die Ukraine, wie viele ostukrainische Zivilisten hat die in dem Bürgerkrieg seit 2014 getötet? Also jetzt rein nach dieser Logik, die ja von der israelischen Regierung immer abgewandt wurde, die uns von allen Rednern von der CDU über die Grünen bis zur AfD jetzt hier vorgehalten wurde, laut dieser Logik, da wurden ganz, ganz viele Zivilisten von uns getötet, also müssen wir denen jetzt helfen, also müssen wir da jetzt militärisch zurückschlagen, hat Russland wesentlich mehr Argumente gegen die Ukraine vorzugehen, als Israel jetzt gegen Gaza. Also das nur mal so am Rande angemerkt. Ich weiß, das werden viele auch nicht hören und hier wieder ganz böse Kommentare schreiben. Aber jetzt einfach nur, wenn man sich ganz nüchtern die Zahlen anguckt und da jetzt nicht ideologisiert drauf schaut, kann man nur zu diesem Schluss kommen. Aber Kriegspropaganda ist halt kein Freund von Zahlen. Die ist ein Freund von Emotionen und klaren Freund von Zeichnungen. Ja, den Take habe ich, ich meine, gestern oder vorgestern. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo. Es war auf jeden Fall etwas mit mehr Reichweite, habe ich den genauso gehört. Da hat man dann verglichen, 42.000 offizielle Tote, davon 25.000 Zivilisten am Gazastreifen. Und ich meine, im Ukraine-Konfliktkrieg sind es die Hälfte ungefähr an toten Zivilisten, die dort... 11.000. Und 25.000 ist sehr, sehr niedrig geschätzt. Also wie gesagt, offizielle Opferzahlen sind eh zu niedrig, aber es gibt, also von diesen Opfern sind etwas mehr als die Hälfte Frauen und Kinder. Das heißt, das sind wahrscheinlich eh schon Zivilisten. Dazu kommen noch ein Anteil an sehr, sehr alten Leuten, an Leuten, die aus anderen Gründen nicht kämpfen können. Aber braucht man jetzt alles nicht detailliert darauf eingehen. Aber es gibt auch wirklich keinen Hinweis darauf, dass auch nur ein relevant großer Anteil der männlichen Todesopfer, dass das Hamas-Kämpfer wären. Also es ist tatsächlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch von den männlichen Todesopfern im wehrfähigen Alter, dass auch davon der Großteil Zivilisten waren. Da hat der Kanal, den ich dir gerade gezeigt hatte, ziemlich gute Zahlen so zu. Da hat er beispielsweise sich einen syrischen Bürgerkrieg oder einen Bosnienkrieg angeschaut. Der Großteil der zivilen Todesopfer dort waren tatsächlich Männer im wehrfähigen Alter. Also es ist tatsächlich normal, dass auch von den Männern im wehrfähigen Alter, dass ein großer Anteil der Todesopfer dort Zivilisten sind. Und es, wie gesagt, das wird auch in Gaza so sein. Also es wird wirklich der kleinste Anteil dieser Toten werden wirklich Hamas-Kämpfer sein. Und das ist auch logisch beim israelischen Vorgehen. Wenn du einen Wohnblock bombardierst, in dem du einen Hamas-Führer vermutest und du tötest dann auf einen Hamas-Führer 300 Zivilisten,
dann tötest du halt ungefähr die durchschnittliche Demografie in Gaza. Das heißt, du tötest fast nur Zivilisten. Das ist das Ergebnis einer solchen Kriegsführung. Ja, und dann wird teilweise gesagt, wir haben den Wohnblock in die Luft gejagt, weil sich dort, nicht mal weil die dort leben, sondern weil sie sich dort irgendwie getroffen haben anscheinend. Teils dann ohne einen Beleg jemals zu zeigen. Ja, was heißt leben? Also die greifen Hamas-Kämpfer gezielt zu Hause an. Also es gibt ja eine KI, die heißt sogar Where is Daddy, also so ein ziemlich zynischer Name. Die spürt dann Hamas-Kämpfer zu Hause auf und greift sie dann gezielt in ihren Privatwohnungen an. Also Wohnungen in Gaza, das ist eine sehr dicht besiedelte Fläche. Das sind dann Hochhäuser, wo hunderte Menschen drin leben. Lavender and Daddy. Where is Daddy? Krass. Ja, ich weiß einige Sachen noch nicht, merke ich gerade. Bedeutet für uns Sicherheit Israels. Und zugleich, weil die Resolutionen angesprochen worden sind und weil wir eine Politik der Taten machen, können wir doch nicht bei Resolutionen, wo drin steht, dass humanitäre Hilfe in Gaza ankommen muss, wo drin steht, dass die Zwei-Staaten-Lösung das einzige Ziel sein kann, wenn man wirklich Sicherheit für die ganze Region will, wo dann aber zwei Sätze auch drin steht, die Deutschland nicht teilen. Da kann ich doch nicht sagen, in diesem Moment mache ich die Augen zu, finde nicht die Kraft der Differenzierung, die eine Mutter einer getöteten Geisel in der schwersten Stunde ihres Lebens findet, sondern auch da bedeutet deutsche Staatsregierung für uns beides klar zu benennen, das humanitäre Völkerrecht und das Selbstverteidigungsrecht Israels. Und ebenso möchte ich an dieser Stelle deutlich machen. Wie kann sie sowas angesichts dessen, was wir hier oder was du hier alles eingeblendet hast schon? Ich weiß nicht, entweder sie weiß es nicht oder sie kann da sowas halt, also ich könnte es nicht, ich könnte mich nicht so dahinstellen, wenn ich das alles wüsste. Diese Leute wissen das alles, was wir hier gerade gezeigt haben. Ja, die kriegen also, doch Geheimdienstberichte, die werden gebrieft, ja. Also die Regierung. Ja, Baerbock persönlich schien sogar Angst, also diese Versicherung von der Netanyahus Regierung, dass man, dass sie doch bitte keinen Genozid mit den Waffen, die man jetzt an die Regierung liefern will, dass sie den bitte nicht durchführen soll. Also diese Versicherung, die wollte Baerbocks Außenministerium nicht haben, weil man da irgendwie moralisches Problem mit Völkermord hatte, sondern weil Baerbock selbst befürchtete, so lauten zumindest die Medienberichte, dass sie selbst juristisch verfolgt werden könnte. Deutschland steht nämlich gerade wegen Beihilfe zum Genozid vor Gericht. Also Baerbock hatte Angst, eventuell persönliche Konsequenzen tragen zu müssen und deswegen wollte sie diese Versicherung. Also so zumindest aktuell die Medienberichte. Nee. Ja, das ist unsere wertegeleitete Außenpolitik. Wir jeden Tag darum ringen, dass Hilfe nach Gaza reingeht. Weil klar ist, Israel kann auf Dauer nur in Frieden leben, wenn auch seine Nachbarn, Palästinenserinnen und Palästinenser, auf Dauer in Frieden leben können. Und Sie haben, Herr Merz, Herr Dobrindt, die Waffenlieferung angesprochen. Und auch an dieser Stelle möchte ich darum bitten, dass wir die Kraft der Differenzierung finden. Wir haben ein geheimtagendes Gremium, aber wir haben auch eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland deutlich gemacht, dass wir Waffen zur Unterstützung von Israel liefern. Deswegen ist Ihre Aussage hier falsch. Und ebenso deutlich haben wir gemacht, dass natürlich in diesen Punkten auch das humanitäre Völkerrecht gilt. Und weil es mir so wichtig ist, dass wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen, wollen Sie zuhören auf die Frage, die gefragt wurde, weil es mir so wichtig ist, habe ich interessiert auch Ihren Gastbeitrag in der Bild-Zeitung gelesen, wo Sie deutlich gemacht haben, dass es wichtig ist, dass wir das, was bei unseren engsten Freunden bei uns viele Fragen aufwirft, zum Beispiel wie man in der Westbank vorgeht, dass wir das offen und ehrlich thematisieren. Und das heißt für mich enge Freundschaft in der schwersten Stunde ehrlich und vertrauensvoll miteinander umzugehen, weil wir eben nicht stehen lassen können, dass die Westbank oder auch der Libanon ein zweites Gaza wird. Wenn die Sicherheit Israels unsere Staatsräson ist, dann müssen wir alles dafür tun, dass die Region in Sicherheit leben kann, damit Israel auch in zukünftigen Generationen in Sicherheit leben kann. Also, Israels, ja, diese Aussagen sind blanker Hohn. Israels Sicherheitsinteresse ist, wenn man sich die aktuellen Aussagen der israelischen Regierung anschaut, nicht
mit der weiteren Existenz einer nennenswerten palästinensischen Bevölkerung in Gaza und in der Westbank zu vereinbaren. Israels Sicherheit, so wie sie die israelische Regierung versteht, ist nur möglich, wenn die Palästinenser von dort vertrieben werden. Ja, und die Hisbollah und alle anderen da rundherum. Ja, also mit Israels Feinden in der Region will man ja sowieso aufräumen. Also wie gesagt, Israel bombardiert gerade 6 Länder. Ich sehe gerade ganz quasi ehrlich, wenn das ein anderes Land wäre, dann würden die Leute hier ganz anders reden und es würde ganz anders darüber berichtet werden. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja, es gut, es kommt wahrscheinlich darauf an, ob es ein verbündetes Land ist oder ein nicht verbündetes Land, sagen wir es so. Also bei Saudi-Arabien, da haben die Medien beim Jemenkrieg das Problem dadurch gelöst, indem sie einfach gar nicht groß berichtet haben. Also das ist dann häufig auch eine Lösung, wenn man das nicht rechtfertigen will. Aber bei Saudi-Arabien, da war es ja immer noch so, okay, die Politiker, die haben jetzt nicht offen dafür geworben, weitere Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern, sondern man hat sich dann hingestellt und ja, wir liefern jetzt keine weiteren Waffen an Beteiligte des Jemenkrieges. Dann werden weiter Waffen nach Saudi-Arabien geliefert. Nach einem Jahr fragt Thilo Jung in der Bundespressekonferenz hey, ist Saudi-Arabien nicht am Jemenkrieg beteiligt? Die Bundesregierung so, uns liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Also, ja. Ja, dieses Theater, ich weiß oder nicht, ob das mitverfolgt hat. Ich habe das zum Teil mitgekriegt. Oder auch diese Ausrede, ja, wir wollten ja eigentlich nicht, aber das sind Verträge, die in der Vergangenheit geschlossen wurden. Da waren noch neue Verträge dabei. Upsi, dupsi. Ja, und danach, also dann hatte man ja tatsächlich wegen der Ermordung von Khashoggi die Waffenlieferung kurz ausgesetzt und dann hat die Ampel sie wieder aufgenommen und du hast es vorhin schon gesagt, Baerbock stellt sich dann so hin, ja, wir brauchen Geld für die Kindergrundsicherung, deswegen liefern wir jetzt doch wieder Waffen, damit Lisa das Geld für die Kinder hat. Ja, ich habe echt gedacht, den Clip habe ich ja mir abgespeichert, den blende ich ja ganz gern ein, wenn ich gegen die Grünen Videos mache. Ja, also Ich will da jetzt auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Was ich nur sagen wollte, ist, dass bei Saudi-Arabien sich niemand hingestellt hat, ja, es ist im deutschen Interesse, dass wir Saudi-Arabien mit Waffen zuschütten, sondern die Politiker haben sich hingestellt, ja, also wir sind ja schon gegen Waffenlieferungen, aber die Rüstungsindustrie, die ist schon noch einflussreich und das Geld, das ist schon noch gut, dass wir das kriegen. Also man hat so rumgedruckst und hat trotzdem weiter Waffen geliefert, um halt das, weil die Rüstungsindustrie Einnahmen hatte und weil sie politischen Einfluss hatte. Ziemlich klar, dass es darum ging. Aber hier in Israel, man wird sich mit einem Fanatismus in den Bundestag gestellt. Es wird gesagt, dass zivile ihren Schutzstatus verlieren können. Also ihr habt die Aussagen von Merz vorhin gehört. Es ist wirklich völlig irre. Erzählt er davon, dass Israel sich im Libanon, wo es gerade völkerrechtswidrig einmarschiert, wo es schon tausende Zivilisten umgebracht hat, dass es sich da verteidigen würde. Also genauso Lamia Kador, die war ja genauso schlimm, die Grüne, die zum Anfang geredet hat. Erzählt davon, also wurbelt rum, dass die Houthis und der Iran irgendwas mit dem 7. Oktober zu tun hätten, mit der Planung davon. Also es ist nichts mit der Realität zu tun hat, sondern wirklich einfache Kriegslügen sind, aber es kann hier im Bundestag verbreitet werden. Also, ja, vor allem, da musste ich ja gerade so lachen, weil mir das völlig neu wäre, dass die damit was zu tun hätten. Das habe ich nirgends gehört bisher. Doch, die israelische Regierung, die hat immer wieder versucht die Hisbollah und der Iran, die stecken hinter dem 7. Oktober. Die Houthis, das war mir tatsächlich auch noch neu, die eigentlich nichts mit diesem Konflikt zu tun hatten, dass die da plötzlich beim 7. Oktober dabei gewesen sein sollen. Aber man lernt jeden Tag was Neues. Worauf ich hinaus will, ist dieser Fanatismus, mit dem man sich hier für die Kriegsführung eines anderen Landes einsetzt, der war bei wirklich nirgendwo anders zu sehen. Der ist wirklich jetzt erst bei Israel. Dass man sich so in die, also nicht mal bei der Ukraine, also da lief ja auch schon Kriegspropaganda auf allen Kanälen, aber da hat man wenigstens noch versucht, dieses Argument zu machen, ja, es dient auch der deutschen Sicherheit, wenn wir jetzt den russischen Faschismus stoppen und dann ist Putin morgen in Berlin. Auch irre Kriegspropaganda, braucht man nicht drüber reden, aber da hat man wenigstens noch teilweise mit deutschen Interessen argumentiert, aber bei Israel, da ist wirklich einzige Argument, ja, Israels Interesse ist unsere Staatsräson. So das, was die rechtsradikale Regierung Israels gerade macht, sei es Völkermord, sei es Angriffskriege, sei es sonst was, sei es Angriffe auf UN-Truppen. Wir stehen dahinter, das ist unsere Staatsräson. Da muss gar nicht mehr begründet werden, warum das irgendwie auch nur deutschem Interesse sein könnte. Also da wird gar nicht mehr argumentiert, wir haben da einen Vorteil von, sondern hier wird gesagt, das muss so sein, das ist so und wer dagegen ist, ist Antisemit. Ja, und dafür wird die gesamte Medienlandschaft, die noch auf Seiten von Israel und der Staatsräson steht, dann bemüht.
Dann werden Politiker dort abgedruckt, die gegen Leute hetzen, die einfach nur Kritik äußern. Es ist wirklich ganz schrecklich gerade. Und deswegen habe ich auch mich entschieden, zu diesem Thema den Mund aufzumachen. Quasi schreibt gerade, es gibt deutsche Interessen, Rheinmetall verkauft eine Menge Waffen. Ja, aber das wird nicht mehr versucht, so zu argumentieren. Also was ich gerade meine, diese Debatte hier im Bundestag, es gab keine einzige Rede, die für Waffenlieferung war, wo irgendwie versucht wurde zu argumentieren, warum das jetzt in deutschem Interesse ist, dass wir uns daran beteiligen sollen, sondern es wird quasi religiös gesagt, wir stehen an der Seite Israels, das muss so sein, Punkt, Ausschluss. Egal, was Israel gerade macht. Du hattest noch diesen, lass mal Baerbock erstmal ausreden. Und daher, und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal wiederholen, was ich gestern im Auswärtigen Ausschuss gesagt hat. Wir können es nicht einfach hier bei Debatten zum 7. Oktober belassen. Wir müssen uns fragen, was können wir ganz konkret selber tun, damit diese Zäsur, der 7. Oktober, das nie wieder, was wir in der Vergangenheit gegeben haben, für die Zukunft als nie wieder gilt. Und daher war ein großer Auftrag an die deutsche Außenpolitik in den letzten 11 Monaten, gemeinsam dafür zu sorgen, dass das perfide Drehbuch der Terroristen nicht aufgeht. Der 7. Oktober, das ganze Ziel dieses Angriffes war es ja, Israel weltweit zu isolieren, alle Normalisierungsbemühungen mit seinen Nachbarn kaputt zu machen. Die Abraham Accords, die aus... Das Ziel ist aufgegangen. Also die Aussöhnung Israels und Saudi-Arabiens, die auf dem Tisch lag, die ist jetzt vom Tisch. Eben weil Saudi-Arabien Massenprotest, also selbst in dem Land, wo jede Opposition verboten ist, fürchtet man sich, vor dem Volkszorn, wenn man mit Israel eine Aussöhnung beginnen sollte. Ja, wie soll denn nach so einer Kriegsführung im Gazastreifen noch eine Aussöhnung möglich sein mit verbrüderten Völkern? Ja, und selbst Jordanien und Ägypten, die haben sich sehr scharf geäußert zu israelischen Vertreibungsfantasien. Also Jordanien hat schon gesagt, wenn Israel auf die Idee kommen sollte, die Palästinenser im Westjordanland zu vertreiben, wofür es ja auch Anzeichen gibt, dass das in Planung oder in der Mache ist. Also dort haben sich die Vertreibungen ja schon beschleunigt. Die laufen da ja sehr, sehr, sehr schleichend, dass man jedes Jahr ein paar Dörfer platt macht, dass man da neue Siedlungen errichtet. Das läuft ja jetzt schon seit Jahrzehnten, hat sich jetzt nochmal beschleunigt. Sollte Israel das in größerem Maßstab umsetzen und Flüchtlinge nach Jordanien treiben, dann wäre das ein Kriegsgrund. Und Jordanien ist so einer der engsten westlichen Verbündeten in der Region. Also Israel isoliert sich durch seine Politik gerade extrem und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich das ändern würde. Wenn man daran etwas ändern wollte, dann müsste man Druck auf die israelische Regierung machen, dass sie diese Politik nicht fortsetzt. Aussöhnung mit arabischen Staaten, das gemeinsame Einstehen für Sicherheit. Und dass das nicht gelingt, das ist dank der internationalen Zusammenarbeit ein kleines bisschen geschafft worden. Das ist der Funken Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten, dass wir in München, ich hatte dazu eingeladen, mit unseren britischen und amerikanischen Partnern 5 arabische Länder haben, die deutlich machen und gerade in New York deutlich gemacht haben, wir stehen ein für die Sicherheit Israels als arabische Länder, weil es dem Frieden in der Region insgesamt dient. Und dazu muss Deutschland seinen Beitrag leisten. Dafür müssen wir jetzt die Debatten hier bei uns führen. Was bedeutet das heißt mit Sicherheitsgarantien, damit von Gaza nie wieder diese brutale Terroristengewalt ausgehen kann? Was bedeutet das für den Libanon, damit nie wieder Terroristen von dem Libanon aus Israel angreifen können? Dieser Aufgabe müssen wir uns gemeinsam stellen. Dieser Aufgabe, auch wenn es... Übrigens ganz kurz, weil sie Terroristen sagt, also Deutschland erkennt nur den militanten Arm der Hisbollah als Terrororganisation an, die Hisbollah an sich nicht, die wird als politische Organisation dort gesehen und sie betätigt sich auch im Libanon politisch. Ja, die Hisbollah ist in der libanesischen Regierungskoalition, ist eine der größten Parteien des Libanons, also es ist ziemlich absurd, die als Terrororganisation einzustufen. Ähnlich wie die Houthis, die übrigens de facto die jemenitische Regierung stellen, nur international nicht anerkannt sind und wo man diesen Frame deswegen aufrechterhält. Wie gesagt, sie haben es erfolgreich geschafft, die pro-saudische Regierung zu stürzen. Dann hat Saudi-Arabien gesagt, Moment mal, wir haben ja hier noch die Regierung, den Ministerpräsidenten, die sind zwar nach Saudi-Arabien geflohen, aber die Houthis sind international noch nicht anerkannt, also starten wir jetzt mal den Krieg und nutzen diese internationale Legitimation, die diese de facto gestürzte Regierung noch hat. Und daher die verfahrene Situation im Jemen. Also es ist ja immer so, Staaten oder Akteure, die nicht im westlichen Interesse handeln, werden hierzulande als Terroristen gelabelt.
schwer ist, auch wenn Millimetern vorangeht, weil ansonsten sind die Nie-Wieder-Worte auch am heutigen Tag nur leere Phrasen. Und ich möchte das so deutlich machen, weil natürlich würden wir uns alle wünschen, dass wir mehr erreicht hätten. Aber wenn wir die Hoffnung jetzt aufgeben, dass es für die Menschen im Nahen Osten, für alle, ein gemeinsames, sicheres Leben geben wird, dann hat der Terrorismus gewonnen. Und die Aufgabe von deutscher Außenpolitik und von deutscher Innenpolitik ist genau das zu verhindern. Nie wieder ist jetzt. Einstehen für die Sicherheit Israels, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Nie wieder heißt jeden Tag, das Richtige zu tun und nicht das Bequeme. Herzlichen Dank. Das ist so widerlich. Sorry, das war ich. Es tut mir leid für meine Rednerin aus meiner Fraktion, Frau Präsidentin, weil ich hier als Repräsentantin der Bundesregierung rede. Und ich kann das so nicht stehen lassen, weil auch solche Debatten in der Welt übertragen werden. Es wurde hier gerade von der AfD angesprochen, eine Geiselfamilie zitiert, vor der man sich, so hat es der AfD-Redner gesagt, verneigen würde, weil sie auch das Leid in Gaza sieht. Im zweiten Teil der Rede wurde aber all das ins Gegenteil konterkariert. Sie haben ja von Zehntausenden gesprochen, die die Bundeskanzlerin hier reingebracht hätte, die ehemalige Bundeskanzlerin. Also all das, was diese Geiselfamilie an Kraft der Differenzierung gefunden hat, haben Sie hier ins Gegenteil verkehrt. Sie haben von den Zehntausenden gesprochen, also auch von den palästinensischen Mädchen, was Angela Merkel, wer sich erinnert, mal in einer Fernsehtalkshow angesprochen hat, und haben all diesen Menschen genau die Würde der Menschlichkeit abgesprochen. Und das ist nicht... Ich finde das so widerlich. Also, wie gesagt, sie unterstützt Israel bei allem, was es hier gerade tut. Wir hatten das eben lang und breit ausgeführt. Und jetzt hat ein AfD-Abgeordneter vorhin eine etwas schärfere Rhetorik gegenüber Zuwanderung gewählt, vorhin nach dem Motto, das sind alles Antisemiten, aber es war in der Sache nichts anderes als das, was Friedrich Merz vorher erzählt hat. Also dafür hätte sich Friedrich Merz jetzt genauso angreifen können und will sich dann auch moralisch über den empören. Ich hasse deutsche Politik so sehr. Ja, wir hatten ja vorhin Bernd Baumann dazu was gesagt, ja, das brauchen wir jetzt auch nicht wiederholen. Also was die, ich finde es auch, dieses Ausnutzen von einzelnen Fällen, am liebsten Kindern, für die eigene Politik, das finde ich so ekelhaft einfach. So, und was passiert jetzt weiter? Gerade eben schrieb ja einer, angeblich hätte Baerbock die Waffenlieferung ja eingestellt, aber im Spiegel vor knapp einer Woche, meine ich, war das? Lass mich ganz schnell nochmal gucken. Ich habe den Link gepostet. Ja, vor gut einer Woche hat Scholz bekannt gegeben, weitere Waffenlieferungen an Israel durchzuführen. Also er hat das anscheinend vergessen, falls das überhaupt jemals zur Debatte stand, ein Stopp aller Waffenlieferungen. Ich glaube es nämlich nicht. Ja, und wo wir schon dabei sind, Quasselk Focker hat ihr gerade im Chat geschrieben, Meldung von heute Abend, 20.48 Uhr, die UN-Friedenstruppe UNFIL im Libanon hat in einer Erklärung mitgeteilt, dass ein Bulldozer der israelischen Armee in einem Beobachtungsturm und einen Zaun einer UN-Stellung in Mawahin im Südlibanon zerstört habe. Also, ja. Was soll man dazu sagen? Wir kriegen täglich neue Meldungen darüber, wie Israel UN-Truppen angreift. Legitime Selbstverteidigung und Kampf gegen den Terror. Die Hisbollah nutzt die UN-Truppen halt als Schutzschilde. Was soll man machen? Ja. Das hat Netanyahu, als er das erzählt hat, dachte ich auch, also wer glaubt dem das eigentlich noch ernsthaft? Ja, außerhalb des Westens niemand mehr. Also was meinst du, warum den globalen Süden noch den Ukraine-Krieg nicht mehr interessiert? Also einerseits, weil der Westen den globalen Süden nicht mehr einschüchtern kann, weil man sieht, wie der Wirtschaftskrieg gegen Russland scheitert, aber andererseits, weil jegliche moralische Legitimation des westlichen Narrativs komplett kollabiert ist durch den israelischen Krieg in Gaza. Also das, also im globalen Süden, da wird das berichtet. Also alle internationalen Leitmedien, die berichten über das, was in Gaza passiert, die berichten über die Völkermordvorwürfe, die berichten über die Zehntausende toten Zivilisten, die zeigen auch die Bilder, die uns hierzulande nur von der israelischen Seite gezeigt werden. Und die haben da keine Staatsräson oder sonst irgendwas, was Israel in Schutz nehmen würde, sondern da erfährt man davon. Und dementsprechend dementsprechend wenig Glaubwürdigkeit hat die westliche Propaganda, die vorher schon, ich sag mal so, nicht sonderlich beliebt war, da man da natürlich diese ganze Doppelmoral schon vorher gesehen hat. Aber Gaza führt das wirklich jedem noch so pro-westlich zugeneigten zu sehr eigentlich vor Augen, was für eine Heuchelei da läuft. Also damit hat der Westen jegliche moralische Glaubwürdigkeit verspielt.
Ja, und auch da, Michael Lüders Buch Im Herzen Arabiens, das ist ein bisschen älter schon, ich glaube 4, 5 Jahre, da hat er schon geschrieben, dass dass wir uns als Westen schon vor ein paar Jahren im arabischen Raum völlig unglaubwürdig gemacht haben durch die Politik, die wir betreiben, und dass wir immer wieder Leute belügen als Westen, dass wir immer wieder Versprechen brechen für den eigenen, zum eigenen Vorteil. Machen halt andere auch, aber dort glaubt uns keiner mehr. Schon damals hat er das geschrieben. Und ich halte ihn für relativ brauchbar als Quelle, ist meine Einschätzung bisher. Ja, ja. Also das neue Buch Krieg ohne Ende möchten wir an der Stelle, glaube ich, auch deutlich empfehlen. Du hast auf jeden Fall. Es liegt gerade bei mir auf dem Schreibtisch. Ich habe es heute ausgepackt aus der Post. Ja, ist auch eins seiner längeren Bücher, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die letzten, die waren alle viel kürzer. Also hier hat er wirklich noch sehr viele Quellen recherchiert. Hier will er nicht in den sonstigen Büchern gibt er die groben Zusammenhänge wieder, sodass man es versteht, ist für einen Leser absolut ausreichend, der jetzt nicht en Detail jedes Ereignis da kennen will. Aber hier bei Israel, da hat er wirklich sehr exakt gearbeitet, da er genau weiß, wie umkämpft dieses Thema ist und wie viele Narrative, die auch einfach falsch sind, da kursieren. Politik, das ist nicht das nie wieder, wofür der Deutsche Bundestag steht. Die Grundlage von demokratischen Parteien in diesem Parlament heißt, dass nie wieder für die Menschenwürde aller gilt. Und das ist hier deutsche Politik. Das möchte ich an der Stelle einmal deutlich machen. Erst recht gegenüber den Geiselfamilien, die so furchtbar den 7. Oktober leiden. Dankeschön. Das Geiselthema wurde immer wieder erwähnt. Netanyahu hat übrigens ein Geiseldeal sabotiert. Und Ben-Gvir hat als einer der Verwandten von Geiseln ihn darum gebeten, hat nicht für die Todesstrafe zu werben gegenüber Palästinensern. Die wollen die Todesstrafe wieder einführen. Hat er gesagt, ja, ich weiß, dass das das Leben der Geiseln gefährdet, ist mir aber egal. Also so ganz grob paraphrasiert. Ne? Genau, ist in der Arte-Doku drin, könnt ihr euch selber, selber ansehen. Ja. Ja, wenigstens ehrlich. Also war schon ein bisschen widerlich, als ich die Szene da gesehen hatte, aber wenigstens ehrlich. Ja, das muss man ihm lassen, dass er da ehrlich ist bei dem Thema. Also. Ja, ja. Ich dachte, nie wieder würde auch nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord heißen, aber es heißt einfach nie wieder eine andere Meinung außenpolitisch haben als die USA. Und wenn die USA einen Völkermord unterstützen, müssen wir das als brave Deutsche natürlich auch machen.